Liebe Freundinnen und Freunde der Konstanzer Museen, wir haben im Moment zu eine ganz schwierige Situation. Sie glauben vielleicht, dass wir alle hier sitzen und Kaffee trinken und unsere Objekte anschauen. Das ist nicht so. Wir versuchen weiterzuarbeiten, denn wir hoffen, dass wir in diesem Jahr hier im Rosgartenmuseum noch 150 Jahre Jubiläum feiern können und eine große Sonderausstellung eröffnen. Im Moment arbeiten wir an verschiedenen Ausstellungen in der Wessenberg-Galerie, im Naturmuseum und hier im Rosgartenmuseum. Da gibt es zum Beispiel die alten Möbel von Ludwig Leiner, dem Museumsgründer von 1870, seinen Schreibtisch, den wir gerade entdeckt haben, seinen Spazierstock, viele Objekte, die wir jetzt vorbereiten, restaurieren und hoffentlich bald Ihnen zeigen können. Bleiben Sie uns treu, schauen Sie, was wir machen. Wir erzählen Ihnen in den nächsten Wochen regelmäßig auf kleinen Filmen und kleinen Informationen, wie wir arbeiten, welche tollen Objekte wir gerade entdeckt haben und was wir für Sie erforschen und Ihnen dann auf spannende Weise präsentieren wollen. Bleiben Sie uns treu und bleiben Sie gesund!